Jeden Donnerstag und Sonntag live auf Twitch. Kenner Time! Und ich habe das auch in Instagram-Stories gesehen und habe dann sogar meinen Stream gefragt, was ist das für ein Lied? Und dann eben ist das rausgekommen, dass es gar nicht draußen ist. Und ich bin jetzt gespannt, was ihr davon haltet. Smarte Idee schon mal, so TikTok-Pushen nachher releasen, das müssen wir schnell festhalten. Das finde ich jetzt einen schlauen Move eigentlich. Ja, das wenn er wieder ein Potenzial hat, eben für so Storys und so, und das ist genau so ein Sound, wo du so ist jetzt auch, also nur schnell so nebenbei der am Selbstsinn so. Ja, das habe ich jetzt gerade wieder sagen, das nächste. Hat jetzt am Rekorde brechen, Bro. Also der hat fast pro Tag 50 Streams. Okay, er ist auch krass. Pro Tag, Bro. Pro Tag. Alter, Mann. Also eben Goldie eine Woche und so Szene werden kommen, Bro. Zwei Wochen. Das ist nicht mehr normal. Ja, pushen wir weiter, Mann. Darum sage ich, Schweizer Rap hat Potenzial noch. Gehen wir noch gerne nachher nochmal drüber. Ja. Wenn sie 20 oder... Wahrscheinlich nicht einmal. Nicht einmal. Bro, ich habe genau so früher geredet und gerappt. So, ich wollte schockieren und wollte, wie soll ich sagen, einfach das sagen, was ich, wo man vorne ja, kann. Darum eben, ich gönne ihnen. Mega. Der Tug ist auch lustig, fresh. In Zukunft werden wir merken, Wörter wie Schwuchteln und so. Weißt du, was ich meine? Hat der Schwuchtel gesagt? Ja. Ich nicht so, aber ich finde trotzdem, der Stil jetzt und so ist cool. Aber eben, das sind so kleine Details. Weil wir keine Zeit für eine Bridge. Du kommst Back jeden Tag und trägst Hosen von Nike. Unsere Liebe ist ein bisschen... Sind beide 17 geworden? Nein. Das ist doch mal zurück, lass ihn Part, Alter. Komm, lass ihn Part nochmal gewinnen. Aber weißt du, findest du nicht, er hat so ähnlichen Flow wie Hero? Musst du nochmal achten, ja? Er bricht dann so komisch, aber es... Ja, es ist... Aber verstehen wir auch, wieso das so wahrscheinlich so gut ankommt bei der Jugend so, oder bei den Jungen, Mann. Ich einfach, es tut so das ein bisschen darstellen, mit dir auf Amsterdam, weißt du, so, erst einmal Autoprüfung bald und so. Eben, wie gesagt, es ist ein Jungalter und er tut trotzdem schon jetzt versuchen, irgendeine Story, also jetzt ist ein Song, verstehst du? Ja. Er geht schon in der Richtung, dass es nicht einfach nur ein Titel ist und du rappst einfach zwei Parts oder ein Part. Weißt du, er erzählt wirklich das und er sagt, weißt du, verstehst du, was ich sage? Aber sie passen auch generell so zusammen, oder so, also so rappen sie immer als Duo, oder? Das ist eben das. Sie haben die EP zusammen gemacht. EP zusammen? Ist die schon draussen? Nein, die ist noch nicht draussen wahrscheinlich. Machen sagen, komm ich denn, ja, komm ich denn, ja. Sollten sie reden, was sie brennt, ja, die Nutte wollen. Sie harmonieren zusammen, aber noch viele Sachen, aber würden wir jetzt mit denen wirklich so ein, zwei Tage im Studio sein?
die schreiben den Text, aber wir sind nebendran. Machen noch ein bisschen dies, das mit guten Aufnahmen. Mit, glaub mir, würden die Flüge. Also ich würde, weißt du, was ich meine? So, es wäre gerade, boom, an oberster Stelle